Grüß dich, wir dürfen dich recht herzlich begrüßen zu unserem Special, was wir eh schon im letzten Video angekündigt haben. Wir dürfen heute unseren digitalen Schulrundgang zeigen. Der ist voll cool, du kannst 3D am Laptop oder am Handy durch die Schule gehen. Und den werden wir jetzt ein wenig genauer beschreiben. Wir werden jetzt eine Runde gehen mit dir und zeigen wir das ein wenig. Du kannst durch jede Tür gehen, was offen ist. Du kannst aber auch hinter jedes Kastel schauen, alles. Du kannst dir die Schule wirklich ganz genau schauen. Also das wird, der ist richtig cool gemacht und wir freuen sich schon, wenn du dann selber auch mal anschaust, dann erklären wir jetzt ein bisschen. So, jetzt sitzen wir gerade im Gemeinschaftsraum. Da wo könnt ihr auch einer schauen, vielleicht seht ihr, wenn sitzen. Und jetzt gehen wir mal ins S8 um und schauen sie unser Zimmer. Ja, das ist jetzt immer da herinnen im Zimmer, da sind jetzt gerade Jahrlingerinnen, letztes Jahr war ich da drinnen. Und ja, ist ein fesches Zimmer, wie ihr seht, aber das haben wir eh beim letzten Video mit den Zimmern, war das auch in der näheren Auswahl für einen Gewinner. Und ja, jetzt gehen wir mal runter Richtung Steirerklasse, also in unserer Klasse. So, dann haben wir in der Steirerklasse. In der Steirerklasse sieht man unseren schön gemalten Steirer, den was wir da aufgemalt haben. Und auch die Unterlagen, die was wir. Ja, schau, dort ist so meine, siehst du das? Das sind die meinen. Ja, jetzt werden wir mal runterschauen Richtung Landtechnikhalle, also Richtung Werkstätten. Da ist jetzt eh dann der Kaffeeautomat, da kaufen wir sich in der Pause immer was zum Trinken, einen Kaffee. Und ja, schauen wir mal in die Werkstätten zurück. Da sieht man jetzt die Schmiede vom Herrn Weilartner und seinen Plasmaschneider, da wo ein Werkstück auch ausgehängt ist, was wir nächstes Jahr machen können. Das wird ein Feuerkorb, glaube ich. Ja. Da sieht man jetzt auch die Schweißgeräte und auch die Kohlzeug, die was der Herr Weilhartner hat in seiner Praxis. Ja, und jetzt gehen wir schon aus in Richtung Landtechnikhalle. Da sieht man jetzt einen Steirer stehen, einen CVD, da ist Motorhaum offen. Da ist ein wenig zum Anschauen. Das ist unser neuer Schultraktor. Jetzt haben wir recht erfreut damit, echt cool. Ja, jetzt sind wir da im Hof heraus mit unseren ganzen Forstmaschinen. Da stehen unsere drei Johnny, da zwei Servienten-Traktoren und einer, wo der Rückgewang angehängt ist, der ist ganz neu, den haben wir. Das sind alles unsere Traktoren und alles unsere Servienten. Der Rückgewang, der gehört auch uns, also wir haben voll die Freude, dass wir so eine Ausstattung haben. Und da steht eben auch unser Anhänger, da sieht man ja, Husqvarna steht, 550er oder irgend sowas ist das, glaube ich. Ja, und eh als Forstkammer kannst du dann selber anschauen, wir haben über 30 Motorsägen, also wir haben echt auch Freude, dass wir so eine gute Forstausstattung haben. Freuen sich voll. Ja, wir haben dann auch noch einige weitere Highlights, was du anschauen kannst, eher so wie im Bienenstand, also Imkerei, da kann man die Völker alle anschauen oder auch im Holzwerkstock kann man einige und sich die Maschinen ein wenig genau anschauen. Ja. Ja, Fleischerei mit Herrn Gruber, da haben wir glaube ich sogar Saalig dort. Ja. Und Speisesäule, da gibt es auch Jausen. Und wenn ihr euch alles anschauen wollt, dann müsst ihr auf den Link gehen, was wir unten in der Videobeschreibung haben. Da könnt ihr es dann selber anschauen. Ja, und den Schnapskessel kann man sich auch anschauen und eben auch, wo wir Apfels aufpressen dann. Das ist auch recht interessant immer. Und zu dem ganzen Thema nochmal, also da gibt es immer solche Infopoints, da gehen jetzt laufend Informationen aufgestellt und auch unsere Videos werden dort wahrscheinlich teilweise verlinkt werden und da könnt ihr uns dann auch einfach hinklicken und dann kommt dann auch Sachen, die was da dazugehören. Das ist recht interessant durchsichtig und wir freuen sich, wenn du das anschaust. Im nächsten Video sehen wir sie dann beim Ockerdog, das ist im Zuge vom praktischen Unterricht. Da haben wir fette Traktoren da und gescheit fette Flieger, also da haben wir, das hat der Garda mal alles organisiert für uns und wir freuen uns schon voll drauf, da können wir auch voll Schub ockern und ja, wird sicher ein klasse Tag. Wir freuen uns, wenn du dann das Video auch anschaust. Den Link für den digitalen Rundgang kannst du bei uns in der Videobeschreibung beim Kanal nachschauen. Und ja, auf alle Webseiten von uns ist der dann auch verlinkt und da kannst du dann auch jederzeit da drauf gehen. Ja, wir haben dann auch eine eigene Website, für, also wo du dann auch nachschauen kannst. Da sind die ganzen Stundenpläne, Praxispläne und auch die Social Media Seiten verlinkt. Also, das ist dann rein für die. Und ja, wir freuen uns, wenn du dann anschaust. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.